Wir als Kirchengemeinde Buchs begleiten junge Menschen mit attraktiven und lebendigen Angeboten. Mein Name ist Patrick Siegfried. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Kirche Buchs und ich bin zuständig für die Begleitung der Zivis. Als wir von der Kantonalkirche die Anfrage bekommen haben, haben wir überlegt, ja, wo könnte sich ein Zivi engagieren? Macht das Sinn bei uns? Und wir haben gemerkt, das ist ein Gewinn und eine Bereicherung für uns alle. Ich bin Amadeo Noso und ich mache den Zivildienst bei der Kirchgemeinde Buchs. Also grundsätzlich bin ich mit der Arbeit, alles was mit Jugendlichen zu tun hat, werde ich eingesetzt. Ob es jetzt im Erlebnisprogramm ist oder zum Teil auch mit Kind. Also einerseits ist er in der Unterstützung der Projekte der verschiedenen Mitarbeiter. Aber bei uns in der Kirchgemeinde hat er den Schwerpunkt Check-in. Das Check-in ist eigentlich ein Ausgang für Jugendliche in einem geschützten Rahmen, wo die Eltern auch wirklich auch können, mit gutem Gewissen sagen, mal ein Check-in darfst du am Freitagabend, darfst sogar bis um 10 Uhr. Die Bewerbung läuft über uns. Wenn wir uns entschieden haben und wenn der Zivi sich entschieden hat, bei uns den Einsatz zu machen, dann melden wir uns bei der Kantonalkirche. Dort läuft die ganze Einsatzvereinbarung und danach ist das für uns wie delegiert. Mit der Kantonalkirche kann ich auch immer wieder über Situationen reden. Da habe ich ganz viel Feedback und Know-how, wo ich Unterstützung bekomme. Ja, sicher auch im Umgang mit Menschen viel können lernen. Jetzt persönlich für mich selbst ist vor allem das, was einschneidend ist. Das, wo du lernst, mit Menschen umzugehen, mit verschiedenen Meinungen umzugehen, mit verschiedenen Kulturen. Ich finde es eine wichtige Institution und hat mich sehr, also der Gedanke, etwas Sinnvolles zu machen, das hat mich sehr angezogen an die Kirche. Es ist für alle Beteiligten, für die Kirchengemeinde und für den Zivi und für die, die in Genuss kommen, den Zivi zu erleben, ein Gewinn und eine Bereicherung. Es lohnt sich.